mein Name ist Sven Junghans, ich bin der Pächter der Fähre und bin seit 2012 hier an Bord. 2015 habe ich die Fähre von meinem Vorgänger übernommen. Ja, Fähre, die einzigste Frankfurter Fähre, seit fast 400 Jahren hier an dieser Fährstelle, feiert nächstes Jahr sein 400-jähriges Bestehen der Fährverbindung. Und es ist natürlich nicht zu vergessen, dass es ein historisches Kulturgut der Stadt ist, was unbedingt zu erhalten ist. Ich komme tatsächlich mit der S-Bahn nach Höchst und fahre dann mit der Fähre rüber. Ich weiß, da ist irgendwo eine Brücke, aber ich wüsste doch nicht mal, wie hinkommen. Und hat die auch so einen Nostalgiefaktor, ja, dass es so eine Fähre gibt? Also was, ja, verbinden Sie was mit der Fähre, wenn Sie öfter fahren? Natürlich. Das ist also eine Stadt, die einen Fluss hat. Da, finde ich, gehört eine Fähre dazu. Ist einfach schön, dass man die hat. Und noch dazu, wenn sie für mich so günstig liegt, das stimmt. Ich nutze die Fähre mindestens einmal die Woche, wenn ich versuche, 50 Kilometer Fahrrad zu fahren. Okay, und kommen Sie auch von hier? Oder, Ich komme vom anderen Ende aus Frankfurt, aus Fechenheim, und das ist hier einfach die schönste Möglichkeit, über den Main zu kommen. Weil die Fährfahrt ist wie Urlaub. Ist wie Urlaub, ah, das habe ich schon mal gehört. Warum genau? Also, ach, es ist einfach entspannt, und bei diesem heißen Wetter, warum soll ich dann noch jetzt auf die Brücke hochfahren? Also das Schiff ist 18,86 Meter lang, 4,55 Meter breit. Haben einen Tiefgang von knapp 75 cm und keiner wird es glauben, das kleine Schiff hat fast 35 Tonnen Gewicht. Maximal 35 Passagiere können wir befördern, vielen Dank. Und die Fähre ist dieses Jahr 30 Jahre alt. Bis 1992 war ja die Fähre hier eine Autofähre, ist ja quasi eine Verbindung, die hier am Drahtseil war, hat nur Autos befördert. Die Brücke gab es ja früher nicht. Und dann hat man ja die Brücke gebaut, aber die Höchster und die Schwanheimer haben sich dagegen gewehrt, dass die Fährverbindung hier eingestellt wird, weil es A, ist es ja ein ganzes Stück Umweg, die Brücke zu benutzen, und B, ist natürlich auch die Tradition da, diese Fährverbindung hier weiter aufrechtzuerhalten. Fährbetrieb ist in der Woche, außer montags, immer von 9 bis 18 Uhr. In der Winterzeit natürlich weniger. Und nach der offiziellen Fährzeit besteht hier die Möglichkeit, die Fähre zu chartern für Skyline-Tour, Geburtstage, Events, Hochzeiten. Es gibt immer was zu feiern. Ich meine, es kommt natürlich immer aufs Wetter drauf an. Natürlich ist es vielseitig. Immer unterschiedliche Fahrgäste, unterschiedliche Fragen. Manch einer erzählt von seinem Problem zu Hause. Also auf den 2-3 Minuten, die wir hier unterwegs sind, man lernt sehr viele Leute kennen. Die Binnenschifffahrt hat rein nur mit der Binnenschifffahrt zu tun, weil die Hochseeschifffahrt ist natürlich ein ganz anderer Bereich. Ich möchte kein Hochseeschiffer sein, da siehst du ganz stark nur Wasser, Wasser, Wasser. Hier sehe ich Land, hier sehe ich die Leute, hier ist das für mich einfacher. Wasser ist Wasser, egal wo es ist. Das Wichtigste ist, ich habe das Wasser unter den Füßen.